Im Sommer 2012 haben wir die Idee gehabt, die teuersten Fotografien nachzubauen. Das ist so ein bisschen aus dem Witz entstanden, weil im Sommer ist immer eine Flaute, was Jobs angeht, und es ist wenig Geld reingekommen. Also haben wir angefangen mit dem Rhein 2 von Andreas Gursky. Das war zu der Zeit die teuerste Fotografie, wurde für 3,1 Millionen versteigert. Aber dann gemerkt, nachdem wir Rhein 2 nachgebaut haben, dass andere teure Fotografien von Cindy Sherman für uns zu dem Zeitpunkt sehr schwierig war nachzubauen, weil einfach Gesichter, Close-ups von Gesichtern drauf waren. Dann haben wir das Thema ausgeweitet auf die bekanntesten Fotografien, also die Bildikonen. Diese Bilder, die sind nachgebaut wochenlang im Studio, und da werden Unmengen von Materialien im Modellbau dafür verwendet, um diese Bilder eben täuschend echt erscheinen zu lassen. Und damit setzen die Künstler ein faszinierendes Entdeckungs- und Verwirrspiel in Gang. Man versucht dann eben mit detektivischer Neugierde hinter die Gesetze der Optik, hinter die Illusion zu blicken. Und andererseits ist das eben eine sehr aktuelle Position, weil die Künstler damit daran erinnern, dass letztendlich jede Fotografie Träger von politischen, kommerziellen Botschaften ist, dass jede Fotografie auch eine Inszenierung ist, eine mediale Produktion. Und das ist auch sehr aktuell in einer Zeit von Fake News und Alternative Facts, in der die Authentizität von Informationen zusehends in Zweifel gezogen wird. Bei dieser Arbeit bauen wir berühmte Bilder handwerklich nach als Modell. Das heißt, wir müssen uns zuerst das Bild vergegenwärtigen, untersuchen, wie es damals aussah, dreidimensional. Und wir haben nur dieses zweidimensionale Vorbild und müssen es eigentlich wieder als dreidimensionales Modell entwickeln. Das bauen wir nach und fotografieren es wieder ab. Das heißt, wir müssen jedes kleine Detail dreidimensional umsetzen, und das beansprucht sehr viel Zeit. Beim Bild Mond ging es darum, diesen Fußabdruck von Edwin Aldrin bei der ersten Mondlandung nachzubauen. Wir haben zuerst untersucht, wie das Material sein muss, experimentiert mit verschiedenen Materialien. Da geht es eigentlich um diese Mondoberfläche. Was ist das für ein Gestein, Sand? Wir haben es zuerst natürlich mit Sand probiert, aber das ging nicht. Dann haben wir Mehl genommen. Wir haben verschiedene andere ganz feine Materialien genommen und haben am Schluss endlich uns für Zement entschieden, das im Modell diesem Ursprungsmaterial von der Mondoberfläche am nächsten kommt.